www.autoteile-blech.at. Die nachfolgende Sendung widmet Ihnen Autoteile Blech in der Industriestraße in Eisenstadt. Motor TV, heute mit folgenden Themen. Wir haben einen Fahrbericht vom neuen Hyundai i40. Wir haben den Seat Leon Cupra ST getestet. Und wir zeigen Ihnen den neuen Porsche Boxster Spyder. Es gibt ihn schon seit 2011 und dass er sehr beliebt ist, zeigt schon die Anzahl von 100.000 verkauften Autos in Europa. Die Rede ist vom Hyundai i40. So ein beliebtes Modell gehört natürlich gehegt und gepflegt. Das hat Hyundai mit einer neuen Überarbeitung nun getan. Optisch umgestaltet haben die Designer den hexagonalen Kühlergrill und die komplette Vorderansicht inklusive Scheinwerfer-Layout mit LED-Tagfahrlicht. Auch die Heckpartie ist leicht modifiziert, verantwortlich dafür die neu designten Rückleuchten. Interessantes Detail am Heck ist die automatische Heckklappe. Nähert sich der Besitzer mit dem Schlüssel in der Tasche, öffnet die Heckklappe automatisch. Sehr praktisch im Alltag. Für mehr Ordnung im Kofferraum sorgt ein Schienensystem mit Fixierungsmöglichkeiten. Bereits das Vorgängermodell war im Innenraum mit zahlreichen Features ausgestattet. Dies hat Hyundai natürlich beibehalten und noch ausgebaut. Vier verschiedene Ausstattungsniveaus bieten die komplette Palette. Die Variante namens Platin lässt keine Wünsche mehr offen und bietet neben Panoramaglas-Schiebehubdach eine Lederausstattung wahlweise schwarz, beige oder braun, wie bei unserem Testwagen hier. Das Navigationssystem inklusive Rückfahrkamera und Smart Parking Assist System ist ebenfalls inkludiert. Alle Motoren kommen jetzt mit Start-Stopp-Automatik, jeweils ein Benzinmotor mit 136 PS und ein Dieselmotor in zwei Leistungsstärken mit 116 oder 141 PS stehen zur Auswahl. Für die stärkere Dieselvariante steht auch das neu entwickelte 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe zur Verfügung. Nicht neu, aber immer noch einzigartig ist die 5-Jahres-Garantie von Hyundai ohne Kilometerbegrenzung. Ebenso einzigartig die Preise für dieses Mittelklasse-Fahrzeug. Selbst bei der stärksten Motorisierung und höchsten Ausstattung bleiben sie unter 40.000 Euro. Jetzt bei Denzel in Eisenstadt. Sportlich, elegant, sehr viel Platz und schnell wie ein Rennauto. Das haben die spanischen Kombinierer mit dem neuen Seat Leon ST Cupra geschafft. Von 0 auf 100 km/h beschleunigt der Leon ST Cupra in nur 6 Sekunden. Damit hat Seat den schnellsten frontgetriebenen Kombi in Österreich und man kann beides verbinden. Ein Auto, wo man zuladen kann, dass man ganz normal im Alltagsverkehr fahren kann. Aber wenn man dann ins Gas tritt, dann kann man die Freude von über 280 PS erleben und man kann natürlich Fahrwerke wählen. Das Auto ist ausgestattet von technisch dem Feinsten, was derzeit der gesamte Volkswagen-Konzern bieten kann und hier konzentriert in einen Seat. Zu den technischen Feinheiten zählt die Wahlmöglichkeit von Fahrprofilen, bei denen sich nicht nur der Klang des Motors ändert, sondern auch das Ansprechverhalten sowie die Einstellung von Lenkung und adaptiven Dämpfern. Serienmäßig bietet der Leon Cupra ein manuelles 6-Gang-Getriebe, das sich auf kurzen Wegen leicht und exakt schalten lässt. Optional liefert Seat auch ein Doppelkupplungsgetriebe, das sich über den Wählhebel oder Wippen am Lenkrad steuern lässt. Das maximale Drehmoment von 350 Newtonmeter garantiert kraftvollen Durchzug in jeder Situation. Der Normverbrauch liegt laut Hersteller bei 6,7 Litern mit Handschaltgetriebe. Mit DSG-Getriebe sogar noch etwas darunter. Zur Serienausstattung gehört weiters auch ein abschaltbares ESP und eine Vorderachs-Differentialsperre, die Traktion und Fahrdynamik des Fronttriebles entscheidend unterstützen. Im Extremfall kann das gesamte Antriebsmoment auf ein Rad geleitet werden. Weiterhin zur Basisausstattung gehört eine Hochleistungsbremsanlage, erkennbar an den rot lackierten Bremssätteln. Das fein abgestimmte Fahrwerk sorgt für maximalen Fahr- und Kurvenspaß und fühlt sich trotz aller Sportlichkeit immer auch komfortabel an. In der präzisen Lenkung sind keine Antriebseinflüsse spürbar. Im Grenzbereich neigt der Cupra ST ein wenig zum Untersteuern. Er bleibt aber spurtreu und vor allem bleibt er leicht beherrschbar. Zum Teil verantwortlich dafür sind auch die betont großen Räder.
Die 19 Zoll Leichtmetallfelgen, die wahlweise in Schwarz oder Orange erhältlich sind, passen ausgezeichnet zur langgestreckten Silhouette des 4,5 Meter langen Kombis. Die neue Front mit den großen Lufteinlässen und den Voll-LED-Scheinwerfern sichert einen kraftvollen Auftritt. Ebenso wie die Heckschürze mit angedeutetem Diffusor und den beiden ovalen Endruhen. Auch innen geht es wie gewohnt sportlich zu. Ein abgeflachtes Multifunktions-Sport-Lederlenkrad. Klassische Rundinstrumente, Metallpedale, Ledermanschetten und farblich abgesetzte Nähte zählen zur Serienausstattung. Weiters prägen vielfach verstellbare Sportsitze mit dunkelgrauer Alcantara-Polsterung sowie Dekorelemente in klassischem Chrom den Innenraum. Der riesige Kofferraum fasst bei aufgestellter Rückbank bereits 587 Liter und kann durch einfaches Umklappen der Rücksitzlehnen vom Gepäckraum aus auf bis zu 1470 Liter erweitert werden. Der sehr umfangreich ausgestattete Seat Leon ST Cupra verbindet Top-Performance auf einzigartige Weise mit Stil und Nutzwert und bietet Seat-typisch ein außergewöhnlich gutes Verhältnis von Leistung und Preis. Inklusive Klimaautomatik beträgt der Preis 37.190 Euro. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. Kinderleicht. Jetzt bei Fort Weintritt in Neusiedl am See, Eisenstadt und Baden bei Wien. Leihwagen Eisenstadt. Jetzt ab 29 Euro pro Tag. Anfragen und Infos auf www.leihwageneisenstadt.at. So und nicht anders wünschen sich motorsportlich orientierte Fahrer den neuen Porsche Boxster Spider. Leicht, stark, kompromisslos. Erstmals hatte Porsche 2009 einen Spider des kompakten offenen Mittelmotor-Zweisitzers enthüllt und bis ins Jahr 2011 verkauft. Jetzt erhält das begehrte Sammlerstück einen Nachfolger. Sofort erkennbar ist der Boxster Spider an einem alltagstauglichen Schnellfaltdach, das mit ein paar Handgriffen auf- und zugeklappt wird. Dadurch wird die Seitenansicht des geschlossenen Supersportwagens nachhaltig geprägt. Dazu gibt es einen riesigen klappbaren Heckdeckel mit zwei Überrollbügeln hinter den Kopfstützen. Front- und Heckstoßfänger des Roadsters sind vom geschlossenen Bruder Cayman GT4, doch das ist nicht alles. Das neue Boxster-Spitzenmodell steht auf einem Sportfahrwerk mit 20 mm Tieferlegung und verfügt über eine direktere Lenkung. Dazu hat der Spider als Herzstück den 3,8-Liter-Boxer aus dem 911er Carrera S vor der Hinterachse platziert. Der Sechszylinder leistet hier 375 PS. Der Innenraum des Spider ist mehr als bei jedem anderen Boxster darauf zugeschnitten, dem Fahrer möglichst ungetrübten Fahrspaß zu vermitteln. Serienmäßig gibt es ein kleines, neues 360 mm Sportlenkrad. Wie beim Vorgängermodell bieten leichte Sportschalensitze mit ausgeprägten Seitenwangen ausreichend Sitzkomfort und vor allem perfekten Seitenhalt, auch in schnell gefahrenen Kurven. Mit dem Boxster Spider rundet Porsche die Modellreihe des kompakten Roadsters gekonnt ab und bietet damit ein klassisch sportliches Fahrerlebnis der Extraklasse. Dank 375 PS, Heckantrieb, einer mechanischen Differentialsperre und nur 1315 Kilogramm Fahrzeuggewicht mutiert der offene Zweisitzer zur puristischen Fahrmaschine, die ausschließlich per Hand geschaltet wird. Zur Verfügung stehen 6 Gänge. So ausgestattet sprintet der leichteste und zugleich stärkste Boxster aus dem Stand bei Bedarf in nur 4,5 Sekunden auf 100 km/h und er schafft 290 km/h Spitze. Porsche setzt beim Boxster Spider auf kompromisslosen Leichtbau für ein möglichst direktes und unverfälscht dynamisches Fahrgefühl. Deshalb hat der Spider serienmäßig weder Klima- noch Radioanlage an Bord. Auf Wunsch wird jedoch beides ohne Aufpreis eingebaut. Der Porsche Boxster Spider startet in Österreich bei 100.780 Euro. Der
Die günstigen Preise für Erdgas und das mittlerweile österreichweit mit rund 180 Tankstellen gut ausgebaute Netz veranlassen immer mehr Fahrzeugnutzer, auf umweltfreundliche Erdgasmodelle zu setzen. Skoda nennt diese G-Tech und bietet den Octavia Kombi und den Citigo. Wir von MotorTV durften den Skoda Octavia Kombi G-Tech testen. Das Pkw-Erdgasmodell des Volkswagen-Konzerns mit dem größten Ladevolumen. Der einstmals eher raue Klang, der früher für das Fahren mit Erdgas typisch war, ist verschwunden. Stünde das nicht auf dem Heck, würde man nicht merken, dass es sich hier um ein Fahrzeug mit Erdgasantrieb handelt. Weder beim Fahren noch beim Ladevolumen. Zwischen 480 und 1610 Liter Kofferrauminhalt sind je nach Positionierung der Sitzlehnen vorhanden. Auch das Platzangebot im Fuhr ist großzügig. Es bleibt auch beim sachlichen, klar gegliederten und ergonomisch gut gestalteten Cockpit. Die Preisliste des Skoda Octavia G-Tech für das beliebte Kombimodell mit bivalenten Ökoantrieb, mit einem 15 Kilogramm Erdgastank und einem 50 Liter Benzintank beginnt bei 23.800 Euro. Im Cockpit sieht man zwei Tankanzeigen, sonst schauen die Instrumente gleich aus wie im konventionellen Octavia. Das Befüllen über eine Erdgaszapfsäule dauert etwa 1 bis 2 Minuten länger als das Benzinauftanken. Das Fahren selbst ist dann einfach wie immer. Das System schaltet selbstständig zwischen Erdgas- und Benzinantrieb um. Benzin wird nur beim Starten und nach Verbrauch der Gasreserven konsumiert. Die kombinierte Reichweite des Fahrzeugs liegt laut Hersteller bei 1330 Kilometer, wobei der Erdgastank bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 3,5 Kilogramm pro 100 Kilometer eine Reichweite von 410 Kilometer ermöglicht. Im Erdgasbetrieb bedeutet das bei den derzeitigen Preisen ca. 3,60 Euro pro 100 Kilometer. Der 110 PS starke 1,4 Liter Motor ist auf Betrieb mit Erdgas optimiert und hat dabei lediglich 96 Gramm CO2-Ausstoß pro Kilometer. Ungeachtet des niedrigen Verbrauchs und der umweltschonenden Abgaswerte überzeugt er auch mit ausgezeichneten Fahrleistungen. Der Sprint von 0 auf 100 km/h wird in 11 Sekunden erledigt. Der Skoda Octavia G-Tech präsentiert den neuesten Stand der Gasantriebtechnologie des Volkswagen-Konzerns. Diese Sendung widmete Ihnen Autoteile Bleich in der Industriestraße in Eisenstadt.